Oh, nee! Krass. Das sieht auch ein bisschen nach Asche aus. Ich tippe mal auf den Zweiten Weltkrieg, Leute. Das könnte jetzt spannend werden hier. Ich begrüße euch, liebe Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal German Treasure Hunter. Diesmal bin ich unterwegs mit was Besonderem, denn ich habe tatsächlich mir gekauft, ihr könnt das sehen, gekauft den Nocta Simplex. Ein Einstiegsgerät, ziemlich günstig, soll viel können. Ich wollte mir endlich mal auch selbst ein intensives Bild von diesem Gerät machen und darum nehme ich euch heute mit. Wir gehen auf Schatzsuche mit einem Einstiegsgerät für keine 300 Euro. Was kann das Gerät? Ich sag schon, tönemäßig muss ich mich ein bisschen umstellen. Ist nicht so meins, sage ich ganz ehrlich. Trotzdem soll das Gerät echt was drauf haben. Ob das geht, werde ich euch gleich zeigen. Wie gesagt, nicht zur Verfügung gestellt bekommen, sondern selber gekauft. Aber falls ihr euch für dieses Gerät interessiert, schaut mal bei meinem Sponsor vorbei, abenteuer-schatzsuche.de. Der hat nämlich den Simplex mittlerweile auch im Programm. Und wir gucken heute gemeinsam, was kann man denn damit finden? Wir finden es heraus gemeinsam in diesem Video. Lasst gerne schon mal ein Like da und für den Algorithmus gerne auch den Kanal abonnieren. Und wir starten durch in ein neues Video, vielleicht sogar Mittelalter heute. Ich bin gespannt, was geht. Es geht los, Freunde. Jetzt habe ich hier zwei Signale, glaube ich. Da war eins. Und direkt daneben ist noch eins. Also die Töne sind schon mal, nee, die sind nicht meins. Aber ich glaube, das war's. Kratzt so ein bisschen. Wirklich sauber ist es jetzt nicht, aber na? Was ist es? Auf jeden Fall, das beißt sich hier. Das ist ein Stückchen Blei. Machen wir mal weiter, was ist das andere? Also der Pinpointer, der scheint auf der Frequenz zu liegen, wo der Simplex mitläuft. Das muss ich irgendwie mal gucken, ob ich das wegkriege. Das ist nicht schlecht hier. Ja, da scheint es zu sein. Also mit den Tönen, da muss ich erst noch mit klarkommen. Nicht nur, dass die Töne nicht meins sind, aber jeder Detektor reagiert ja auch ein bisschen anders. Das gibt's doch nicht. Das ist die erste Münze hier. Da. Okay, und zwar richtig klein. Oh, nee. Krass. Das ist eine Silbermünze. Ziemlich dünn. Könnte Mittelalter sein. Muss ich mal aufhören, jetzt drüber zu reiben. Aber ihr seht es ja auch schon, jetzt hier, wie es funkelt. Schön klein. Vielleicht eine mittelalterliche Silbermünze. Das wäre natürlich nicht schlecht. Nur, also das hat er gut gemacht, aber das hier, die zwei, die vertragen sich nicht so. Hier haben wir jetzt eine Münze auf dem Tisch, fast 1000 Jahre alt, finde ich für ein Einsteigergerät schon echt ordentlich, muss man sagen. Wir schauen mal eben drauf, auf der linken Seite sehen wir das Original, was wir gefunden haben. Da sehen wir einen Bischof auch. Es handelt sich hierbei, glaube ich, um einen Kölner Denar. Die Münze also 1100 irgendwas vom Alter her, also fast 1000 Jahre. Und auf der Rückseite, die im Original leider blank ist, ich habe mal ein Vergleichsstück dazu gelegt, da sieht man dann in der Regel eine Kirche dargestellt. Und ja, also muss ich sagen, Respekt, hat er gut reinbekommen, war aber auch nicht allzu tief. Und wir gucken mal, wie er weiter performt, der kleine Nocta Simplex. Hier jetzt ein Signal, 24er Leitwert. Die Leitwerte sind hier auch anders. Muss man sich natürlich erstmal dran gewöhnen, also ich zumindest. Ist es das? Ja, da ist es auf jeden Fall draußen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Mit den Leitwerten muss ich mich ja auch noch anfreunden. Na? Scheint eine Münze zu sein. Das gibt's doch nicht. Jetzt bin ich sprachlos hier.
Es ist, glaube ich, schon wieder Silber, oder? Habe ich das hier gerade richtig gesehen, dass es da so ein bisschen funkelt am Rand? Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist Silber. Könnte, da steht auch was drauf, ist ein Taler. Ja, jetzt bin ich aber platt. Jetzt bin ich aber echt platt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, Freunde, hier jetzt die nächste Silbermünze, die eigentlich keine richtige Silbermünze ist. Trotzdem hat er sie gefunden. Man kann es unten noch lesen. Da steht Taler und A, das war die Prägestätte. Die Taler dieser Art, die waren nicht wirklich aus richtigem Silber. Man sieht ja auch, dass da richtig sich der Rost durchdrückt. Heißt, wir haben hier einen Eisenkern. Das Ganze wurde versilbert. Trotzdem hat er das gefunden und wir haben noch viele, viele andere coole Sachen für euch in diesem Video. Unter anderem auch einen mysteriösen Garten. Und wer da im Zweiten Weltkrieg was verbrannt hat, das erfahrt ihr am Ende des Videos, von daher unbedingt dranbleiben. 38, sagt er mir diesmal hier vom Leitwert her. Es wird auf jeden Fall lauter vom Ton her. Also wenn diese Tiefenanzeige da stimmt, dann sollte es auch nicht allzu tief liegen. Zumindest jetzt. Na, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Eine Münze. Hör mal. Ja, es ist schon wieder rund. Zwar nicht Mittelalter, wie ich glaube, weil dafür ist es echt ein bisschen zu rund. Aber doch, kommt hin. Gucken wir uns an. Ich bin gespannt, was es ist. Ja, okay, also das Thema Münzen mit dem Ding hier läuft. 360 davon ergaben einen Taler, bedeutet, wir haben hier auf dem Tisch ein Pfennig und das ist natürlich ja immer mal wieder eine schöne Münze, auch wenn hier die Rückseite tatsächlich blank ist und ich bin dann auch rüber auf eine andere Stelle und warum, wieso, weshalb und was man dazu beachten hat, das sage ich euch jetzt noch schnell. Gut, also auf der Fläche 1 hat er schon ganz gut performt. Der Simplex von Nocta und jetzt gehe ich mal rüber auf die andere Seite. Wichtiger Hinweis für euch, wichtig, wichtig. Hier ist Gründünger eingesät und ich habe das natürlich mit den Bauern vorher abgesprochen. Also lauf bitte nicht auf irgendwelche eingesäten Flächen, ohne vorher zu fragen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und macht doch bitte eure Löcher wieder zu, gerade die Anfänger. Ich habe das jetzt die Tage erst wieder gesehen. Riesige Löcher, einfach offen gelassen. Und wenn da mal, was weiß ich, ein Tier drüber läuft, bricht sich nachher alle Knochen. Das muss nicht sein. Von daher sprecht das bitte immer mit den Landwirten ab, was ihr macht. Das tue ich auch. Und wir sind jetzt auf Fläche Nummer 2. Die ist ein bisschen flacher. Und ich hoffe, dass wir hier Römer finden, weil die Fläche ist tatsächlich auch römisch. Römische Siedlungsfläche gewesen. Schön glatt gezogen hier alles. Ist zwar so, dass hier nicht viel kommt, aber wie heißt es so schön in der Schatzsucherszene? Da kommt nicht viel, aber wenn, dann richtig. Und das hoffe ich jetzt auch hier. Darum machen wir jetzt hier Station und gucken mal, was geht. Und da ist auch schon die erste römische Scherbe, beziehungsweise Ziegel. Hier die nächste. Also ihr seht schon, hier geht es jetzt auf eine Antikfläche. Und darum, los geht's. Da ich mir wegen Hitze und so das T-Shirt ausgezogen habe, nur GoPro-Perspektive. Hier das nächste Signal. Je nachdem, wie man drüber geht, kommt es mal mehr, mal weniger gut rein. Also ich weiß es jetzt ehrlich gesagt nicht so 100%. Also doch Eisen oder was? Ich gehe jetzt mal den Deus holen, das ist eine Katastrophe. So, der Nocta kriegt schon Angst. Ich habe nämlich einen Deus geholt. Deus 2, um genau zu sein. Jetzt wollen wir mal gucken, was hier los ist. Eisen.
Nochmal Eisen. Ganz kleiner Schnipseleisen. Da kommt was, aber wir nehmen mal ein anderes Programm ganz kurz. Und zwar das Tiefe. Ja. Da. Da ist es. Da ist es. Und es ist eine römische Fibel oder was oder wie? Ja. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. So ist es einfach. Jetzt haben wir einen römischen Hufnagel auf dem Tisch. Das war nicht ganz so einfach und da habe ich so gemerkt, auf diesem Terrain, da stößt dann der Nocta Simplex so langsam an seine Grenzen, weil gerade auf diesen römischen Siedlungsstellen auch unglaublich viel Eisen mit im Boden ist. Da ist dann der Deus 2 natürlich präziser, trotz der kleineren Spule. Ich habe ja extra noch die kleine Spule drauf gehabt. Und was das in Sachen Münzen bedeutet für den Nocta Simplex, das gucken wir jetzt noch und danach springen wir in den mysteriösen Garten. Ich sag's euch, richtig mysteriös. Je nachdem, wenn ich die... Jetzt bringt das mal wieder rein mit 0,4. Da kommt es mit 20 mal rein. Also ja, er bringt es rein, aber es ist... Ja, man muss schon auch ein bisschen Glück mitbringen, je nachdem aus welcher Richtung man anläuft. Und da bin ich doch hier deutlich präziser, egal welche Richtung ich schwenke. Er sagt mir immer, Junge, hol das bloß raus. Und das machen wir auch. Ja. Klingt auf jeden Fall feini. Da, römische Münze. Ja, also der Nocta ist kein schlechtes Gerät, aber für so spezielle Suchgebiete, da stößt er dann doch an seine Grenzen. Ja, Freunde, ich habe jetzt mal alle drei kleinen Münzen aus der Römerzeit, die ich dort gefunden habe, an dem Tag mit hier auf den Tisch gepackt. Bei allen hatte der Nocta Simplex ganz ehrlich das gleiche Problem. Er hat sie immer mit einem schwachen Eisen reingebracht. Oder wenn sie halt wirklich ganz weit oben lagen, dann kam schon mal ein richtiges Signal auch durch. Und da ist dann doch die Performance von dem Gerät, ja, also man muss sagen, es ist ein gutes Gerät für Einsteiger. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte einen Nocta Simplex gehabt damals vor 10 Jahren. Allein die ganzen Features, wasserdicht, Vibration, beleuchtetes Display, wirklich ein super Gerät für Einsteiger, muss man sagen. Aber für so spezielle Suchgebiete, da ist dann doch sind dann doch ein paar Euro mehr investiert. Ja, da ist man gut mit beraten. Jetzt geht's, wie gesagt, in einen Garten. Ich hatte einen Suchauftrag. War mir aber gar nicht sicher, ob das dann wirklich erfolgsversprechend ist. Von daher nur GoPro-Einstellung, aber es ging richtig zur Sache. Es war richtig Mystery. Also bleibt dran. Das ist auch interessant hier. Ein Ring. Nein. Das ist ja der Knaller. Ein Silberring. Alt. No way. Ach, wie schön. Wunderschön. Super. Ja, hier die erste Überraschung, ein Silberring und er wird von einem Kind sein, aber es ist kein Spielzeugring irgendwie. Es ist schon
amtlich von der Machart her. Und ihr seht ja auch jetzt hier nochmal diese schöne kleine Verzierung. Ein Stein war ursprünglich da eingelassen. Und ich muss sagen, das Ding ist richtig toll, wird zur Familiengeschichte gehören. Und darum geht dieser Ring auch wieder zurück an die Familie, hier nach den Aufnahmen im Studio. Und jetzt kam ich an eine Stelle, da dachte ich, hier ist irgendwas passiert. Hier ist irgendwie ein massives Eisensignal und eine Mücke. Das hier sieht aus wie auf einem alten Portemonnaie, was man so aufmachen konnte. Jetzt brauchen wir noch die Kohle dazu. Eine Münze, tatsächlich. Krass. Dann lag hier tatsächlich ein Portemonnaie. Oder was ist das hier? Ich sehe das auch. Es ist so duster hier, obwohl wir helllichten Tag haben. Was das hier ist? Das ist auf jeden Fall eine Münze. Die gehört zu dem Portemonnaie. Ich werde bekloppt. Mache ich sauber, gucke ich mir nochmal an. Moment. Oh, was ist aber da noch? Noch eine Münze. Ha! Jetzt kommen wir der Sache langsam näher. Ich weiß, man kann es extrem schlecht sehen, aber... Nächste Münze. Irgendwie hatte ich so ein Gefühl bei dem Portemonnaie, dass hier noch was gehen könnte. Also hier hat eindeutig irgendetwas verbrannt. Noch mehr. Das ist ja Wahnsinn. Hier haben sie Akten verbrannt. Hier piept überall. Hier ist noch so ein Aktenordner. Überall verbrannte Ordner. Könnte alles aus dem Zweiten Weltkrieg sein. Dass die hier ihre Unterlagen verbrannt haben. Ja, Freunde, also das war wirklich super spannend. Ist diese Stelle wirklich aus dem Zweiten Weltkrieg? Hat jemand am Ende des Krieges vielleicht Unterlagen verbrannt? Das war hier die Frage, die ich mir echt von Anfang an gestellt habe. Dieses Oldschool-Oma-Portemonnaie, was hier gerade in seine Einzelteile zerfällt. Ich zeige euch nochmal ein Bild. Da dachte ich direkt so, okay, das wird jetzt hier interessant. Dann kamen die Münzen, die übrigens das Rätsel gleich lösen werden. Und dann hatten wir natürlich auch noch diese ganzen verbrannten Aktenordner. Und wie ich weiß, war in der Nähe auch eine Flakstellung. Deutsche Soldaten waren da. Und es hätte alles passen können auf das Kriegsende und heimlich verbrannte Akten. Aber es ist dann doch nicht so. Und dafür sind Münzen auch für Archäologen durchaus wichtig, denn damit bestimmt man zeitlich, wann und wie da was passiert ist. So auch in diesem Fall. Wir sehen hier 2x10 Pfennig. Und ich habe dann auch festgestellt, da dann vor Ort schon, dass die aus der D-Mark-Zeit sind. Heißt also, die Geschichte mit dem Zweiten Weltkrieg hat hier nicht gepasst irgendwie. Und die Münzen auch, muss man dazu sagen, sind von nach 1960. Also da sind die Pfennigstücke auch mit sehr, sehr hohem Eisenanteil gemacht worden. Sind alle an der Seite weggerostet, also qualitativ auch minderwertig. Trotzdem, das Schatzfieber war wieder da. Ich dachte wirklich, jetzt geht's hier richtig zur Sache. Wenn ihr das auch so seht, bei euch auch das Schatzfieber ausgebrochen ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Lasst ein Like dafür, den Algorithmus abonnieren. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, empfehlt mich gerne auch weiter. Jetzt gibt's noch ein paar Outtakes. Bisschen was zu lachen gibt's ja auch immer. Ein Dank geht noch an meinen Sponsor, abenteuer-schatzsuche.de. Wenn ihr was für die Schatzsuche braucht, Detektor, Schaufel, was auch immer, seid ihr da genau richtig. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ein Stück Blei. Ja, auch er findet also Blei. Sehr gut.
Da sehen wir auch so ein, ja, Papst wollte ich jetzt gerade sagen, so ein, wie heißen die denn? Scheiße, nicht Papst, da, ach Gott. A few moments later. Na, wie heißen denn die Typen da von der Kirche? 2000 years later. Wie heißt denn der? 3 weeks later. Bischof. Ach, der Bischof. Verflucht nochmal, das war's. Okay. Das hier, die zwei, die vertragen sich nicht so. Der Türke und der Franzose vertragen sich nicht wirklich. Naja,